Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu A Link Between Worlds. Es geht wieder weiter. Waren wir hier drüben schon mal? Wir waren jetzt beim letzten Mal auf den Bergen unterwegs. Waren wir hier schon drinne? Guck mal, hier waren wir noch nicht drinne. Aber wir haben nichts zum Sprengen. Mano! So ein Shit. Ja, und haben auch den Wirbelstab gefunden. Und ich würde sagen, wir porten uns nochmal auf den Gipfel des Berges. Gucken uns da nochmal kurz um. Ob man da noch irgendwas mitnehmen können. Ansonsten hätte ich auch gesagt, verschwinden wir auch hier wieder. Aber ich glaube, hier ist auch eher... Ne, hier kann man gar nichts mehr machen. Guck mal, hier ist Enterhaken und Hammertime. Leider gar nichts mehr hier erstmal zu holen. Es sei denn, schattenweltmäßig ist hier noch irgendwas vertreten. Guck mal, da ist ja noch so ein Herzteil. Genau. Hier komme ich aber auch nicht weiter. Ich glaube, das muss ich über die Schattenwelt machen irgendwie. Wie genau das war, I don't know. Naja, gut. Ja, dann. Der Berg ist erstmal wieder rum. In die Wüste können wir noch. In den Wald können wir uns noch mal ein bisschen genauer umsehen. Vor allem in der Schattenwelt. Ich würde jetzt aber sagen, wir gehen erstmal wieder hier runter. Oder... Nee, schon hier hin. Und holen erstmal zwei Items mit dem Windstab. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Und erstmal einen Schluck Kaffee nebenbei. Ah, schön. Das muss mit. So, also, wir haben hier auf jeden Fall was. Items, zack, Windstab, zack und... Da ist einer. Hi! Ah, auch wieder ein verlorenes Mai-Mai nur. Leider, leider. Okay. So, hier kann man auch nichts machen, aber hier. Zack. Und ein Herzcontainer, jawoll. Okay, bisschen mehr Energie ist immer gut. Konnte man hier noch irgendwas machen? Ich glaube, wir brauchen hier einfach nur ein nächstes Mastererz, ne? Ansonsten kommen wir da nicht weiter. Ja, wie wir halt immer noch gar kein Schwert haben oder eine andere brauchbarere Waffe, ne? So, er hier ist irgendwie verschwunden. Vielleicht können wir da nochmal gucken gehen. Vielleicht können wir da auch mittlerweile ein Item abstauben. Aber... Ansonsten... Hätte ich gesagt, wir versuchen auch unser Glück demnächst mal in der Wüste. Okay, damit komme ich jetzt hier nicht weiter. So, zack. Naja, er ist noch hier. Er ist hier noch am Start. Ansonsten hat man ja auch schon alles weitere erledigt, glaube ich. Ich kann ja auch einfach so machen, stimmt. So, ich glaube, in Kakariko gab es auch noch so ein Haus mit einem Stein oben drauf. Da werde ich jetzt auch nochmal hingehen. Hilfe. Warte, was? Ich dachte, ich habe es gerade piepsen gehört. Ich guck mal hier kurz. Zack. Hier fehlen noch zwei. So. Und ich dachte, hier können wir eigentlich mit diesem Item auch. Also mit diesem Windstab, oder? War das nicht irgendwie so? Oder musste man mit dem Huhn hochfliegen? Warte mal. Ich gucke mal ganz kurz in das Haus rein. Ja. Er kann nicht, sie kann nicht schlafen, weil sie die ganze Zeit piepst auf dem Dach. Aber wie kann man denn da hoch? Müsste man da mit dem Huhn hochfliegen oder so? Warte mal. Zack. Wie genau war das denn? Ach ja. Doch so leicht. Okay, aber auch wieder nur ein originales Mai Mai.
Aber dann fehlt mir hier in der Lichtwelt auch nur noch ein einziges. Jetzt ist natürlich die Frage. Ist alles abgeschlossen hier? Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist denn hier das letzte Mai Mai? Guck mal, hier kommen wir auch direkt in die Schattenwelt. Hatten wir das schon gesehen? So schwierig kann es ja nicht sein, das zu finden. Waren wir hier schon drin? Ach ja, das war sie. Hi. Danke für dein Herz. Ciao. Ach ja. Link ist schon beliebt, wenn er in Häuser einbricht. Hä? Irgendwo hier muss das letzte Mai mal sein. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wo ist es denn? Ach so, es kann auch hier unten sein. Ah, dann ist es bestimmt. Aber. Dann ist es hier bestimmt bei dem Spiel drüben. Ja, no timer. Ja, ich werde mir mal kurz hier einen Timer drauf machen. So, eine Stoppuhr. Play. Und ich glaube, in der Schattenwelt kann man da was gewinnen, was Größeres. Nein, das war der falsche Timer. Zack. Ah, nur so ein Monsterhorn. Ja, das war's auch schon. Das war, glaube ich, schon zu spät, oder? Ah. Okay, das machen wir nochmal. Ich gucke einfach mal, was ich bekomme, wenn ich möglichst nah an der Zeit bin. Ich hatte eben den falschen Timer drauf. So, und außerdem... Oh, ein Zwacken. So, und zurück. Das war gut, oder? Das war, glaube ich, sehr gut. Jo. Und jetzt gibt's noch einen Bonus. Mal zwei. Also es gibt, glaube ich, auch einen mal drei Bonus, wenn du unter einer Sekunde bist. Ah, es gibt ein Herzteil, tatsächlich. Ein Herzcontainer sogar. Jawohl. Okay, das hat sich gelohnt. Ja, schön. Dann haben wir das auch erledigt. Wundervoll. Und wir haben jetzt hier alle Maimais erstmal gefunden. Das ist doch toll. Okay. Dann sind wir hier soweit erstmal fertig. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in die Wüste. Ich meine, wir haben ja zumindest den Sandstab. Da können wir vielleicht ein bisschen was machen. Ja, ich meine, wir können auch dieses Baseballspiel noch spielen, ne? Da könnte ja auch irgendwas Krasses dabei sein. Ich mag das Baseballspiel nicht. Das dauert immer so ewig. Und da oben gibt es auch noch was. Wo kommt man denn da hin? Hier, guck mal. Die Schatzkiste kann ich mir auch holen, indem ich hier so lang gehe. Mhm. Verstehe. Zack. Money. So. Wunderbar. Ansonsten ist hier... Ich kann hier noch rüber...
Ja, gut. Ich gehe mal in die Schattenwelt. Oh, wer bist du denn? Das ist auch, glaube ich, einer von denen, die in Kakariko sitzen. Okay. Was haben wir in der Höhle? Ah. Okay. Okay, okay, okay. Was macht der Schalter? Gar nichts. Nix. Hä? Ah, okay. Jetzt muss ich mich mit dem Windstab da hochsegeln lassen wahrscheinlich, ja? Ja, und jetzt? Habe ich was verpasst? Da oben ist auch noch ein Schalter. Aber wie komme ich da ran? Ich hab jetzt da einen Windstrom. Ach ja, okay, warte. I understand. Wir brauchen bestimmt auch noch Items, den Sandstab. Close. Denn mit dem Sandstab muss ich wahrscheinlich mich irgendwie hier so platzieren. Dann kann ich an die Wand und kann da rüber. Ich verstehe. So. Ist wieder kaputt gegangen? Muss ich schnell sein? Hä? Brauche ich schon die Erweiterung vom Sandstab, um das zu machen? Könnte man sich ja fast vorstellen, ne? So, zack. Okay. Gut, da haben wir das Rätsel schon mal gelöst. Jetzt gehen wir hier rüber, schalten das Ding an. Dann haben wir hier noch einen Ventilator. Das heißt, ich soll... Genau. Und der bläst mich jetzt daran. Nochmal dasselbe Spiel quasi. Und dann kann ich an die Schatzkiste. Aber... Geht das denn? So wie ich mir das gerade vorstelle? Oh, nein. Nee. Der bläst mich jetzt... muss da dran kommen. Warte, Sandstab. Boah, das ist so nervig, ne? Kann ich das nicht unter mir erscheinen lassen? Geht das nicht? Das scheint nicht zu gehen. Warum? Okay, ja, der muss mich hier hinblasen. Hat einen Denkfehler? Haben wir hier noch irgendwo Knöpfe? Nee. Ist schon richtig. Ich muss hier hingeblasen werden. Aber dafür... verstehe ich gerade nicht. So. Und der kann mich dann darüber blasen. Aber... was bringt mir das denn?
Ich check's gerade nicht. Leute, ich check's gerade echt nicht. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich da an die Schatzkiste rankommen? Fehlt mir noch irgendein Item? Warte mal. Fehlt mir irgendein Item dafür? Also ich finde es allgemein sehr komisch, dass ich das nicht unter mir machen kann. Das wäre irgendwie am nützlichsten, weil dann würde sich das alles hier mir mehr offenbaren. Und dann finde ich es mega nervig, hier ständig die Items wechseln zu müssen. Das ist schon sehr nervig. So. Wenn ich jetzt hier aber einfach nur mit dem Wind slide, komme ich ja genau hier hin. Hier müsste ich jetzt hin. Okay, warte mal. Einen Gedanken habe ich noch. Aber so lange hält das überhaupt nicht. Brauche ich da die Erweiterung möglicherweise? Du. Okay, ist mir aktuell noch zu hoch, Leute. Ich könnte mir nur vorstellen, dass ich die Erweiterung vom Sandstab möglicherweise brauche. Vielleicht hält das dann länger. Das Ganze. Nee. Okay, wir sind hier im Sumpf, Leute. Ich sehe direkt ein Mai-Mai, das gefällt mir. Ich meine, wir haben den Sandstab auch sehr, sehr früh bekommen, ne? Vielleicht war das wirklich ein Hinweis. Oh nein, mein Wecker klingelt. Vielleicht war das irgendein Hinweis, dass wir auch als erstes hier hinkommen sollen, einfach. In die Wüste. Wir haben auf jeden Fall schon sehr viele Mai-Mais gefunden. Nee. Da ist ein Herzteil. Oh. Das sind auch zwei Schattenwelten. Shit. Oh, hier kann ich jetzt gar nichts machen weiter. Nö, mehr ist hier gar nicht zu holen. Also kann ich ja direkt... Ach, hier geht's ja noch. Nee, kann nichts machen. Okay, dann kann ich ja direkt hier wieder in die andere Schattenwelt. In die Lichtwelt. In die Schattenwelt. Genau. So, das gefällt mir doch viel besser. Wir haben den Sandstab. Hier können wir vielleicht ein bisschen mehr Dinge tun. Alter, was ist denn hier los? Nee, geht weg. Hilfe. So, warte mal. Irgendwo ist doch ein Mai-Mai versteckt, oder? Nicht? Da ist es. Ja, ich hab's. Oh ja, das dritte Master-Ohr ist es. Geil. Das heißt, da können wir jetzt wieder ein Schwert upgraden, in Anführungsstrichen. So, da bräuchte ich die Bombe, damit ich da in den Schattenriss reinkomme. Wie muss ich das denn? So, da gibt's Rubine. Alter. Mich verfolgt einfach alles hier. So, ich höre jetzt hier wieder irgendwo ein Mai-Mai. Lass einfach mal alles hoch. Mai-Mai. Wo bist du? Boah, nee, ich muss jetzt was gegen die tun, Leute. Ist halt mega nervig, dass der Sandstab keinen Schaden macht. Aber ich muss jetzt irgendwas machen hier. Kein Mana mehr. Das sind ja super nervige Gesellen, Leute. Ah. Tschüss. Meine Güte, das war ja purer Stress.
So. Ja, irgendwie hier, oder? Ist das Einbildung, dass ich das hier so höre? Hier, genau hier höre ich das. Also warte mal. Ist das hier irgendwo dran? Nee. Hä? Hä? Muss hier doch irgendwo im Sand sein. Hat sich als Rubine getarnt wahrscheinlich. Aber hier höre ich es auch nicht mehr. Es ist nur hier. Ah, okay, kommt vielleicht doch von da. Maybe. So, die Sache ist, hier komme ich jetzt halt auch nicht weiter, weil ich Bomben brauche. Das heißt, was kann ich jetzt hier noch machen? Ich kann jetzt auch hier rein. Bringt mir das irgendwas? Warum sollte ich da rein? Warum sind da zwei solche Schattendinge? Verstehe ich nicht. Was bringt das? Hab ich jetzt nicht verstanden. Nein, jetzt sind die Gegner wieder da. Okay, was können wir noch machen? Können wir hier noch irgendwas tun jetzt aktuell? Ansonsten brauche ich halt erstmal Bomben. Weil ich glaube, wir kommen jetzt so erstmal nicht nach da oben. Hier kommen wir nicht weiter. Ich weiß nicht, müssen wir den Sandstab upgraden, damit wir hier easy peasy weiterkommen? Aber... Ansonsten hier ist, glaube ich, erstmal nicht möglich weiterzukommen. Mit dem Windstab kommen wir jetzt hier nicht nach oben, oder? Ich fliege immer nur gerade nach oben. Sei denn, ich werde getroffen. Ja, ich fliege immer nur gerade nach oben. Okay, ist hier aktuell auch nicht möglich. Alter, das ist so nervig, ne? Ich muss jetzt, glaube ich, mal irgendeinen Stab upgraden bei mir. Okay, komm. Lass mich erstmal kurz zu meinem Haus. Ja. Ah, meine Güte. Wie viel Mais haben wir aktuell auf Tasche, Leute? Items. Ja, warte mal. Gier. Wir haben 27, das heißt, wir könnten zwei Sachen upgraden. Dann fehlen noch drei fürs nächste Upgrade. Ich glaube, ich würde mal Sandstab und Eisstab upgraden, einfach damit wir uns mal ein bisschen besser bewegen können, oder? Das mache ich jetzt mal kurz noch als Highlight für die Folge. Sandstab, Eisstab. Pegasus Boots, genau. Bell Lost Mai Mai. Mhm. Also auf jeden Fall ein Eisstab, ne? Mehr Power, mehr... Mai, Mai, Mai. Zack, Alter. So, Ice Root is more powerful now. Schön. So, und gleich die nächsten 10. Dim, dam, dam, dam. Ach, schön. Das finde ich ist was am vom schönsten hier am Spiel. So, ich grade mal den Sandstab ab. Vielleicht kommen wir damit jetzt auch weiter an der Schatzkiste da. Oder ist zumindest leichter oder so. Weil irgendeinen Effekt muss der ja haben.
more powerful. Und stronger effects. Also, hält länger, denke ich mal. Ja, jetzt habe ich ja nur noch 7. Das reicht nicht mehr. So, fehlen noch 3. 3, dann kann ich das nächste upgraden. Zack. Zack. Okay, cool. Also. Eisstab macht jetzt nicht mehr ein Klafunkel, sondern 4. Das ist doch ein schönes Upgrade, oder? Zack. Tot. Easy. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch mal kurz zu dem... Ja, ich gehe jetzt noch mal kurz zu dem Schmied. Ich bin mal so frei. Zum Schmied in der Schattenwelt. Ich hole mir hier noch mal ein paar Äpfel. Aber... Bam, bam, bam. Ansonsten, hier hat man, glaube ich, alles. Wie komme ich jetzt auf die schnellste Art und Weise hier in die Schattenwelt? Ich glaube, hier hinten einfach einmal kurz rein, ne? Das sollte, glaube ich, die schnellste Art und Weise sein. Oder haben wir da diesen komischen Schlitz dazwischen dann? Oder? Ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite, ne? Nee, doch nicht. Nee, doch. Shit, bin ich. Aber hier ist noch ein Maimai. Ist ein echtes Maimai. Du musst ein Herzteil. Oder 100 Rubine. Ja, toll. Shit, ey. Das wollte ich gar nicht. Ich will nicht hierher. Aber hier können wir uns später auch nochmal umschauen, hier in der Schattenwelt. Weil vielleicht kriegt man hier auch noch das ein oder andere Item. Im Wald. Aber hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ja, komm, jetzt ist es zu viel Überlänge, Leute. Ich mach's im nächsten Part. Im nächsten Part schauen wir uns mal an, was wir jetzt bekommen haben. Wir haben jetzt schon 27 Minuten gleich auf der Uhr. Oder haben es schon. Und im nächsten Part gehen wir hier über die Schattenwelt rein und gucken mal, was wir für das Master Ohr bekommen. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi.